Ein herzliches Hallihallöchen und willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption. Und es gibt einen neuen Auftrag bei Abraham Race. Alter, muss doch nicht gleich so übertreiben. Was denn? Wir sind hier normal hergeritten gekommen und du springst ja auf die Seite, als würden wir dich gleich vorne auf unsere Pferdehaube nehmen. So schlimm ist es ja nun wieder auch nicht, oder? Siehst du, der hüpft hier uns auch nicht aus dem Weg. Ist Abraham Race wirklich hier? Ja, der müsste hier irgendwo sein. Hallo, lieber Abraham. Nicht zu verwechseln mit Abraham Lincoln. Dem Vampirjäger. So eine Scheiße. Obwohl, ich habe den Film nicht gesehen. Der kommt, glaube ich, erst. Der große mexikanische Eisenbahnraub. Immer diese Eisenbahn. Ruhig, Leute, ganz ruhig. Kommt runter. Where is Abraham Reyes? Here, amigo! Here! Well, look who it is! The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution! I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos! Send my people free! Libre Mexico! Mexico! Libre Mexico! It's like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. Na, dann schieß mal los. Welcher Zug wird denn überfallen? Ach, du machst auch mit. Das ist ja cool. Der Gute stürzt sich wirklich direkt in jeden Kampf. Na gut, auf geht's. Rede mit uns. You must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Carajo, cuidado, John. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuela. I'm not sure exactly where. They are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. Ja, okay. Wir haben den anderen auch lange Zeit eingeräumt, dann tun wir das bei dir auch. Mierda, you're slowing us down, Marston. We ran in the same gang together, under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich. Oh, watch what you're writing. And we gave the money to the people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me. I suppose. He saw that the system of power was rotten, that good people had been crushed for too long. And he believed that change could only succeed if it was brutal and relentless. Make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man, Dutch. Another violent idealist.
Where is he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane. Lost faith in everything. In everyone. Tja, so kann das gehen. Ach, dann geht's vielleicht doch noch weiter. You have quite a story, John Marston. I really am a little jealous. Jealous? Of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballad. A musical Ui, was mache ich denn hier? A heroic man and their great deeds. There are over 100 written about me. Remind me to stay away from men with guitar. Cuidado, John. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio, how I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. Oh, es fängt an zu regnen. I have to know, what did you think of Agustin? The people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez, our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son, and then his son takes his dog outside and rapes him. That's a very specific example, Allende Abraham. Es una marioneta. How do you say, puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about Allende wird also noch kontrolliert von Sanchez. Mierda, you're slowing us down, Marston. But look around you. The people are poorer than ever. Not far now. Barossa is just up ahead. We must hurry. The train will be leaving soon. What's on that train that's so important? I received information that the army is transporting a vast quantity. Oh, watch where you're riding. We have ja, a plan. Ja, I will explain when we get there. But those supplies won't be arriving. I figured as much. Today, Allende will pay a high price for his treason. Na gut, wir sind endlich angekommen. Also ist Allende eigentlich gar nicht mal der Oberste. Hier gibt's noch einen gewissen Sanchez, der noch über Allende steht anscheinend. Sehr interessant. So listen, this train is filled with valuable supplies we need, but it's also filled with government troops. We'll set off a very loud distraction. You can board the train, and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? Ja, das kriegen wir schon hin. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them, then get on that train as fast as you can, John. Okay, gut. Warten bis... ja, warten Sie, bis ich Sie ablenke. Warten auf Ablenkungsmanöver. Schleiche dich in den Zug. Schleichen, schleichen. Frag dich nur. Benutze die Wurfmesser, um Wachen zu legen und andere zu alarmieren. Wurfmesser hier. Okay, da vorne steht einer. Ich glaube, die anderen gucken nicht hin. Was ist daneben? Hey Kumpel! Fuck! Mist! Sie haben die Leiche entdeckt! Sie haben die Leiche entdeckt! Sie haben die Leiche entdeckt! Und dieser Typ hier hat uns entdeckt! Aber wir haben ihn erwischt! Ich glaube, der andere hat uns noch nicht entdeckt! Wo der auch immer sein mag!
Wo ist denn der? Ach, da oben. Hier einmal. So. Da drüben ist auch noch einer, den schnappen wir uns auch noch am besten. Hey Kumpel. So, das war's. Ich glaube, wir können es wahren. Erledige die restlichen Wachen noch. Nur den Wachen da oben. Und weg mit dir. Ja, klar, koppeln wir gleich mal ab. Kein Problem. Wo denn? Ach, da vorne. Ja, schnell, schnell, schnell hier. Abkoppeln, bitte. So, das war's auch schon. Mach's gut, Zug. Übernimm die Kontrolle der Gatling Gun. Aha. Okay, machen wir. Glaubt ihr, die sieht uns nicht, genau. So, die gehört uns. Hey Freunde, jetzt gibt's was auf die Nüsse oder auf den Kopf oder wohin auch immer ihr die Kugeln haben wollt. Sie dürfen bloß nicht an die Gatling Gun, sonst haben wir hier ein Problem. Oh Mann. Haut ab von der Deckung, Jungs. Ihr seid fies. Ich stelle mich ja so hart, ich treffe ja hier alles. Kommt schon, genau, rennt einfach voll rein hier. Mist, nicht getroffen. Ach, da ist noch so. Dynamit! Wo sind sie? Wo sind sie? Vor allem, wie viele kommen da noch? Kommt schon, zeigt euch, noch zwei. Da hinten ist doch noch einer. Na, dann halt dich zuerst hier. So, aber jetzt, komm raus. Na, geht doch. Ach, da kommt noch mehr. Hallo? Die zeigen sich nicht. Na gut, wir gehen hier hoch. Da fällt das Bild auch schon zum zweiten Mal aus. Wie nervig, dabei hat heute alles super funktioniert. Machen wir jetzt Waffe weg. Und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Schnell mal hier Medizin eingeworfen, nicht dass wir jetzt noch sterben. Wäre nicht gerade toll, noch zwei. So, noch einen. Den sehe ich da hinten. Komm schon. Übernimm die Kontrolle über die Lokomotive. Kein Problem, kein Problem. Die Lokomotive gehört so gut wie uns. Der lange Arm von Marston. Cool, ne Trophäe, Freunde, ne Trophäe. Löse den Bremshebel, um den Zug zu stehlen. Wir stehlen heute einen Zug. Der gehört ab nun, ab jetzt und ab nun, kann man das sagen? Ne, ich glaube nicht. Was laber ich hier eigentlich wieder für eine Scheiße zusammen, mein Gott. Konzentrier dich mal ein bisschen hier. Na, das hat doch gut funktioniert. Kein Problem. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Na, das klingt doch mal gut. Come on, John, get those explosives. We must hurry. Das machen wir auch gleich. Ich will wissen, was da drin ist. Jetzt, da komm, lass dich nicht von so einer Kiste hier aufhalten. Hallo, kann ich hier vielleicht eine Sprengladung ansetzen? Ja, die Luke, die müsste ja dann da oben sein. Ist das Loco? Da ist sie ja. Dynamit, Dynamit, Dynamit. Und los geht's.
Wir sollten verschwinden. Lauf! Schön! Und ist denn da was Nettes drin? Plündere den gepanzerten Waggon. Ja, ich will was. Oh, was haben wir denn hier? Leiche? Und noch eine Leiche. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Safe knacken. Bewege L nach rechts und um nach der ersten Zahl der Kombination zu suchen. Wenn die Drehscheibe in die entgegengesetzte Richtung bewegt wird. Was, jetzt konnte ich nicht fertig lesen. Bewege L nach links oder rechts, bis 0 nach oben zeigt, um das Schloss des Resorts zurückzusetzen. Was ist, wenn es sich zurückzieht? Okay, wir müssen nach rechts, um die erste Zahl zu finden. So. Ach Mist, jetzt habe ich es verschaut. Sorry Leute, okay, ich hab's gecheckt. So, wir müssen hier bei 0 anfangen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, diese Richtung. War die richtige Richtung, oder? So, und dann jetzt diese Richtung, oder? Ja, und jetzt, welche Richtung wählen wir? Ich glaube, ich wähle nochmal diese Richtung. Mist, das war die falsche Richtung. Okay, nochmal. Diese Richtung hier. Lal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 a. Das ist eine Kunst für sich. Jetzt diese Richtung. Und jetzt nochmal diese Richtung. So, geht doch. Und? Was haben wir denn da? Ein Brief. Knarre haben wir auch noch. Ja, schön. $200. Ganz gut, ganz gut. Kehre zurück zu Race. Machen wir. Und wir sind auch gleich wieder da. Na, wenn du das sagst, dann wird das ja wohl stimmen. Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I see you back at the ranch. Oh. My spies tell me they soon will have the information you need. Na, das hoffen wir doch. Sprengstoff haben wir auf jeden Fall jetzt genug. So, das war doch jetzt mal ein erfolgreicher Tag, Leute. Noch lässig eine rauchen hier. So kann der Tag enden. Ruhm 150. Naja, immerhin. So. Tja, Freunde, dann schlagen wir hier noch so ein Lager auf. Speichern zur Sicherheit nochmal ab. Und beenden damit eigentlich diese Folge. Ja, wir haben wieder viel erlebt bis jetzt. Und es wird spannend, es wird spannend. Werden wir Javier Escuela finden und Bill Williamson oder nicht? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Red Dead Redemption. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Hui, das gibt ja wieder mal ein bisschen Überlänge hier. Na egal. Macht's gut, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann.